So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir stehen hier vor einem ehemaligen Toys R Us Laden. Wer das kennt, wer da noch nie war, ist jetzt natürlich umbenannt und heißt jetzt Smiths, Schmitz, wie auch immer, Toys Superstores. Eingang, Ausgang, alles da. Da gehen wir jetzt mal rein, gucken mal, was es da so Nettes gibt und fragen mal, ob wir das hochladen dürfen. Heute hieß es nämlich immer, man darf gar nicht filmen. Wir schmuggeln uns jetzt rein. Ich rufe aber trotzdem nochmal die Zentrale an, versuche das zu klären. Die waren heute nämlich nicht erreichbar, weil ja Samstag ist. Die sind nur Montag bis Freitag da. Aber mal gucken, was passiert, ob wir noch was Schönes finden. Ich habe da was entdeckt, das wollte ich unbedingt kaufen. Das zeige ich euch aber gleich, wenn wir drin sind. So, guckt euch mal an, was wir hier gefunden haben. Für die Pokémon-Fans natürlich gibt es hier eine Pikachu-LED-Lampe für 34,99. Die finde ich eigentlich ganz cool. Guckt mal, wie das guckt. Sieht doch voll süß aus, oder? Wie es seine Hände zusammennimmt. Hier oben habt ihr auch Relaxo. Relaxo ist auch am Start für 29,90. Das ist aber eine Liegelampe. Also die kommt so hin und da leuchtet der Bauch die ganze Decke an. Ansonsten habt ihr hier noch kleine Figuren durchweg. Ihr habt hier andere Sachen. Ihr habt ihr Schlagzeug, ihr habt ihr Instrumente, ihr habt ihr alles mögliche. Hier so Minecraft-Sachen. Ein Radioalarmwecker mit Zeitangabe, ein Pokéball, wo Pikachu drauf liegt und schläft. Super Sache. Hier habt ihr lauter Minecraft-Sachen. Hier gibt es kleine Pferdchen und sonst was. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch genial. Hier ist auch Sonic am Start. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Fette Roboter, andere Sachen. Laufen wir durch, was wir noch so finden. Und du suchst dir noch was aus, gell, Kleiner, habe ich gehört. Hier früh übt sich, sagt man immer. Da könnt ihr schon als kleine Kinder euch verkleiden und Doktorspielchen machen. Sieht auf jeden Fall für ein Fasching oder so. Stimmt ganz cool, auch so Feuerwehr-Outfits. Ihr habt hier Pistole, ne? Schießgewehr, Barbies, Fesciantas. Keine Ahnung, was soll das sein, hä? Ich bin Oliver Kahn im jugendlichen Alter. Seht mich an. Ihr habt ja Affen, langgezogene Affen. Die sehen doch cool aus, oder? Guckt mal das Bein an, wie lang das Bein ist. Und ihr habt sogar noch rosa Affen. Ich bin ein rosa Affe. Gut, der hat keine Lust, der hat sich falsch rumgehangen. Junge, der hat sogar einen. Guck dir den an, wie der da rumbaumelt. Das ist auf jeden Fall genial. Noch mehr Schießgewehre. Hier Rucksäcke, Schulbedarf, alles. Hier Kuscheltiere, Winnie Pooh, alles am Start. Mickey Maus. Hier gibt es keine Ahnung, was das sein soll. Pluto, Mini, Mini, Max, Mimo, Mara, Grübel, Monster. Mit Keks, dicke, fette Hunde, Bären. Noch mehr Affen, noch mehr Bären, alles Mögliche. Huskies. Hier, was soll das sein? Schnecken. Ist das nicht genial? Gibt's Autos, setzt euch drauf, fahrt da rum. Da geht es noch bis hinter zur Babyabteilung. Da gibt es auch dann hier Windeln, da gibt es Betten, da gibt es alles für die kleinen Kinder. Wir suchen aber was für größere. Hier, Puppe, was gruselig. Ich drück da nochmal. Ist alles gut, alles wird besser. Oh mein Gott, sie lebt noch. Ach, jetzt wird das Video wieder gesperrt. Guckt euch das Playmobil-Sortiment an. Hier steht wirklich alles. Also alles ist voll. Hier ist sogar was aufgebaut von Zurück in die Zukunft. Guckt euch den Professor an. Da fliegen die Haare ab. Also sehr genial. Die ganzen Regale voll. Hier noch mehr. Ihr habt ja sogar von den Ghostbusters da den großen Marshmallow-Man. Ihr habt hier die Piraten aufgebaut. Das ist so groß. Das ist so wuchtig. Also die Gänge sind so überfüllt und riesig. Ich raste komplett aus. Wir sind aber noch nicht durch. Feinster Plastikbogen, auch mit Basketballkorb, allen drum und dran. Hier Boxhandschuhe, Boxsäcke, hier gibt es Dart, hier gibt es alles Mögliche. Nochmal Bogenschießen, Boxing-Set, andere Bälle. Ihr habt hier sogar Skateboards. Hier könnt ihr rumcruisen, rumfahren, Rampen dabei, Kegeln, Springstöcke. Also hier ist wirklich alles geboten. Guckt euch das an. Auch hier Basketball, Auto-Sachen, Auto-Rennsport, irgendwelche Gebäude, Häuser. Also ich habe sowas echt noch nie gesehen. Auch hier drüben Ballauswahl, alles hängt dabei. Hier Autos, ferngesteuerte Autos, Monster Trucks habe ich auch gesehen. Muss ich dann mal schauen. Es wird immer größer, Bagger, LKW. Natürlich hier ganz klar
Workshop, Tools, Werkzeuge für den modernen Handwerker heutzutage. Aber wir haben immer noch nicht das Richtige gefunden, was wir mitnehmen möchten. Wer kennt's noch? Hör mal, wer da hämmert. Original für zu Hause. Guck dir das an. Hier liegt noch einfach so ein fetter Dino drin. Dem kann man ins Maul gucken. Der schreit einfach. Der hat hier unten ein Loch. Da kann man dran fassen. Das ist pervers. Wenn ihr eine Katze oder einen Hund habt, fasst da auch mal dran. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Was macht man damit? Das sind Hände. Wenn du zum Arm drücken gehst, ziehst du dir das vorher an und sagst, ja Bruder, was ist los? Ich drück dich weg. Willst du nicht so einen Dino haben? Guck mal, wie cool der ist. Ich hätte lieber das hier. Ja, kriegst du zu Weihnachten. Ja, gut. Oder auch hier, guckt euch mal die Roboter an. Hier Godzilla. Godzilla hier Among the Monsters, Junge. Da geht die Schnauze auf. Hier Godzilla. Alles dabei, wunderbar. Noch mehr Dinos hier. Hier Thanos. Thanos Handschuh. Genau. Deswegen hier auch die ganzen Avenger-Figuren. Avengers, die Transformers, alles Mögliche. Das sieht eigentlich schon recht stark aus, wenn ich mir das hier oben so angucke. Also richtig genial, auch Iron Man. Alles dabei, Masken gibt's auch. Ihr habt hier noch mehr Batman, kommt dann noch. Guck mal, wie er da steht. Was hat er da schon wieder in der Hand? Eine Preispistole. Sehr genial. Dann hier was Kuscheliges dazwischen. Noch mehr Dinos, noch mehr Sachen. Hier eine Leiter, das ist auch sehr genial. Wolltet ihr schon immer mal eine Leiter kaufen? Wir kommen aber hier vorne zu Super Mario. Nicht nur zu ihm, hier sind auch noch mal Pokémon-Sachen. Ihr habt ja auch Pokebälle mit Pokémon drin, ein Logok, ein Knackrack Deluxe Action. Wer sowas kauft, Pikachu mit Mütze, andere Pokémon, Carpador, Bisasam. Das wäre doch cool für Bisa-Fan TV, oder? Für 14,99. Da würde er sich bestimmt freuen, wenn er sowas hätte. Hier oben nochmal Glumanda, Pikachu. Ihr habt hier unten Wrestling-Figuren. Ihr habt hier Gürtel, das was für ein Hannes. So Wrestling-Gürtel. Hier Figuren. Roman Reigns. Guckt euch mal an, wie original der aussieht. So die Visage. Sieht eigentlich richtig cool aus. Genauso wie der Undertaker. Undertaker auch hier, voll der böse Blick. Auch ultra realistisch. Seth Rollins. Hammer auch am Start. Ja gut, er sieht nicht so cool aus, finde ich. Ich glaube, Elias gibt's noch. Genau, der darf auch nicht fehlen. Hier noch ein Elias. Wer kennt ihn nicht? Sieht aus wie Seth Rollins. So muss es sein. Den packen wir also auch wieder hier hinter. Wunderbar. Und hier vorne gibt es sogar den Braun Strowman. Aber der sieht auch wieder kacke aus. Hier sieht der Seth Rollins, glaube ich, besser aus. Hier gibt es auch Ringe, also Action-Ringe. Ringe, die auch kaputt gehen können. Nochmal eine Undertaker-Figur. Ich glaube, das sind die von diese Wrecking-Modelle. Sehen einfach besser aus als die Elite Collection. Guckt euch doch die Elite Collection an. Wie schäbig. Obwohl der Roman Reigns hier natürlich nackig ist, ne? Sieht aus wie der Aquaman. Aber wir haben immer noch nicht das Richtige gefunden, was wir suchen und was wir mitnehmen wollen. Hier gibt es auch noch Masken. Masken dabei, Masken hier, Masken da, Masken mit Messer, Masken mit Clowns, alles für Halloween. Dekorationen, nochmal Kostüme, nochmal hier Ständer mit irgendwelchen Kuschelzeug dran. Richtig genial, ich feiere das. Diese Hefte kann man auch mitnehmen. Biala zeigt schon, wie es heute Abend weitergeht. Und guckt euch diese Monster Trucks an. Raptor für 89,99. Die sind wirklich ultra fett. Hier 89 nochmal mit so mega dicken Reifen mit einem Controller dabei. Sieht aus wie für die PlayStation, aber auch richtig coole Farbe, richtig gutes Muster. Das ist auf jeden Fall der Traum eines jeden kleinen Jungen, würde ich denken. Ne? Die wollen immer Autos haben, alles mit Autos, Actionfiguren, wunderbar. Die ganze Damenabteilung gab es auf der anderen Seite. Ich denke mal, wir sind jetzt hier durch.
Herr Biala guckt sich die bösen Waffen an. Keine Ahnung. Ja, läuft böse. Das heißt, jetzt zeige ich euch noch, weshalb ich eigentlich hier bin, und dann sind wir gleich wieder draußen. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's gefunden. Das, was ich schon immer gesucht habe. Ne? Also nicht hier, sondern hier drüben. Guckt euch das mal an. Hier in dem ganzen Fach. Was wird wohl interessant sein? Natürlich hier Jacks and Gags Poop. Super stretchy. Stretchy Poop für 1,99. Und wenn ihr nicht wisst, was Poop ist, guckt es euch einfach mal an. Es ist einfach ein Stück eine Wurst. Also nicht so eine Adi-Wurst, sondern so eine andere Wurst. Und das fühlt sich auf jeden Fall sehr realistisch an. Ja? Hier halt mal meine Wurst. Cool. Guck, ich nehme auch noch. Ich nehme noch zwei Würste. Ich wollte schon immer mal so viele Würste haben. Leg mal drauf. Wollt ihr auch so eine Wurst? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, wie wenn es ins Klo fällt. Bäh. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr genial. Die guckt euch sogar an. Haben wir doch was gefunden, ne? Wunderbar.